Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Part. Und dann gucken wir einfach mal. Oh, ein Küsschenlied Reinhard Lacomi. Das kam auch aus der Ecke bestimmt, oder? Küsschenlied Reinhard Lacomi. Schön. Küsschenlied Reinhard Lacomi. Kenne ich überhaupt nicht. Klingt aber schön. Das Küsschenlied von Reinhard Lacomi. Ja. Ich würde mal sagen, ich versuche da einfach nochmal wieder so ein schönes Gedicht rauszumachen, ja? Küsschenlied von Reinhard Lacomi. Dann nehme ich mir noch was dazu. Ah ja, und dann nehmen wir einfach noch den Satz dazu. Tauschen Sie bitte mein Türklingelschild aus. Schön. Danke für diese Eingaben. Küsschenlied von Reinhard Lacomi und tauschen Sie bitte mein Türklingelschild aus. Gut. Ah. Wie gesagt, als Gedicht. Ich singe jetzt nicht. Ne? Das ist ein solide vorgetragenes Gedicht. So macht es, wenn ich dich küss. So macht es, wenn ich dich küss. So macht es, wenn ich dich küss. Und du deine Augen dabei schließt. Wenn ich dich küss und du die Augen dabei schließt, und dann sind wir beisammen, dein Vater und du, und dann mach ich und du machst dann, und dann sind wir beisammen, dein Vater und du. Aber dann hören wir, während du schon im Bettchen liegst, hören wir, während du schon in deinem Bettchen liegst, wie der Nachbar poch, 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 wie der Nachbar poch, 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 an dem Türschild wieder fummelt, wieder fummelt, tut er jetzt. Denn dieser Arsch um diese Stunde, er immer poch, 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 poch macht. Und dein Vater versucht die Lauten zu überspielen mit einem lauten. Aber der Meister Lampe von nebenan, er klopft lauter und immer dran, bis das Türschild endlich dran ist. Denn er heißt jetzt Lampe Schulz. Versucht sie übertönen, aber er haut immer lauter drauf aufs Schild. Jetzt reißt mir der Geduldsfaden und ich lass dich einfach liegen. Ich geh raus und ich sage, seien Sie ruhig,
Ich sing das Kästchenlied!